Mann! Und jetzt ist willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir kümmern uns heute hier um die Treppe. Und danach will ich, wie gesagt, mal gucken, dass ich hier ein bisschen gucken will, wie das aussieht, wenn, also wie wir das Design hier bauen, das Hafendesign weiterführen, in Anführungszeichen. Und vielleicht kommen wir in der heutigen Folge, ich bin mir aber da, also da bin ich wirklich hundertprozentig absolut gar nicht sicher. Vielleicht kommen wir in der heutigen Folge auch dazu, hier schon mal ein Stückchen weiterzukommen, im Sinne von, dass wir hier alles ein bisschen runtermetzeln, alles ein bisschen abreißen, aber das werden wir dann sehen. Das Ding ist, erstmal will ich mich hier so ein bisschen um die Treppe kümmern. Weil das Problem ist, ich habe gerade schon überlegt, ich bin mir aber absolut gar nicht sicher, wie ich das machen will. Weil guck mal, ich könnte theoretisch, könnte ich hier so eine schräge Treppe hochführen, in Anführungszeichen. Da weiß ich aber gar nicht, wie das aussieht von den Proportionen her, dass wir hier dann auch auf 3 Blöcken ankommen und wie viele Half-Steps wir hier brauchen, wie viele Stufen. Weil theoretisch, guck mal, die Treppe muss 1, 2, 3, 4, 4 Blöcke hoch sein. Heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke eigentlich. Heißt, bis hier. Nur momentan kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen als eine schräge Treppe, weil der Punkt da so kacke ist, um eine Treppe zu bauen. Weil guck mal, wenn ich hier eine gerade Treppe bauen würde, also hier und hier, könnte man zwar hier hochlaufen, aber man würde runterkommen und hätte hier direkt die Wand. Und man müsste an sich hier einmal komplett rumlaufen, um hier hochzulaufen. Wenn ich sie hier hochbauen würde, würde das übelst komisch aussehen, weil von hier würdest du nur die Treppe sehen, die da hochgeht. Das wäre auch doof. Die Frage ist halt nur wirklich, wie kann man das mit Slabs realisieren, dass wir gut dort oben ankommen und dass es halt am Ende auch gut aussieht. Weil, also irgendwann in den letzten Folgen habe ich schon mal gesagt, dass ich wirklich schräge Treppen bauen wirklich am schwierigsten einfach finde. Das ist so schwierig, schwere Treppen. Ich sag immer schwere Treppen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so schwierig, schräge Treppen zu bauen. Das ist also wirklich, das müsst ihr mal versuchen. Das ist echt eine Leistung für sich, eine ordentliche schräge Treppe zu bauen. Ach so, und in der Zwischenzeit, wo ich hier AFK stand und nochmal hier neuen Brennstoff reingelegt habe, ist hier ein Creeper explodiert, deswegen sieht es jetzt so aus. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Wir müssen eh irgendwann gucken, was wir mit diesem Fahrstuhl machen. Weil entweder reiße ich ihn ab, oder ich finde irgendeine andere Möglichkeit, da hochzukommen. Aber irgendwas, also der wird hier definitiv nicht so stehen bleiben, wie er jetzt ist. Das ist ja, denke ich, eh klar. So, Leute, ich würde sagen, ich probiere hier ein bisschen rum. Und wir schauen mal, wie das dann am Ende wird. Weil man muss halt bei der schrägen Treppe jetzt hier auch gucken, dass man zu der Seite hin, also noch dort, ein bisschen tiefer bleibt, wenn ich mich nicht irre. Und man hier in der Zeit, wo man dort tief ist, muss es hier hochgehen. Alter, das ist so kompliziert. Also wirklich, mein vollster Respekt geht an Leute raus, die so eine schrägen Treppen locker easy von der Hand mal bauen können. So, okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und ich bin mir absolut nicht sicher, ne? Also ich bleibe wirklich dabei, dass das von diesen schrägen Treppen bauen einer der schwersten Sachen ist, die man in Minecraft überhaupt machen kann. Und ich schicke mich erstmal hin. Ihr seid jetzt bestimmt gespannt, wie es aussieht. Ich muss sagen, es gefällt mir. Aber irgendwie sieht es auch so ein bisschen, es sieht so aus wie versucht, aber nicht so richtig gekonnt. Wisst ihr, wie ich meine? So. Guck mal, so ist jetzt hier der Treppenaufgang. Geht man hier hoch, bam, und ist hier oben. Hier hat man dann noch so eine kleine Erhöhung und das muss halt noch alles ausdetailliert werden, ist ja klar. Für mich sieht es so ein bisschen, wie gesagt, aus wie versucht, aber nicht so richtig gekonnt. Und dann einfach so gelassen, wenn man es halt nicht gekonnt hat. Aber irgendwie gefällt es mir auch. Es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch echt komisch. Aber ich lasse es jetzt erstmal so und detail das alles mal aus. Und guck mal, wie das danach aussieht. Vielleicht holen wir ja mit den... Details auch noch ein bisschen was raus. Weil die Details sind ja immer ganz entscheidend. Das sollte ja mittlerweile klar sein aus dem, was wir bisher gebaut haben. So, dann müssen hier noch die Falltüren hin. Hier das gleiche. So, hier weiß ich jetzt nicht. Wie machen wir das mit den Falltüren, die hier jetzt sind, die beiden? Irgendwie sieht es schon cool aus, aber irgendwas... Mir fehlt immer irgendwas auf den Blöcken. Irgendwas fehlt mir hier. Ich weiß aber nie, was mir hier fehlt. Also die Zäune sind es auf jeden Fall nicht. Nur irgendwas irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, irgendwas fehlt da einfach. Aber naja, Leute, das wäre jetzt der fertige Aufgang. Heißt, du kommst im Prinzip hier hoch, läufst im Hafen so lange, hoi, und dann hast du im Prinzip die Sicht hier. Muss ich sagen, gefällt mir auch echt gut. Habe ich gut hinbekommen. Leider passt hier jetzt kein Haus mehr hin, bin ich der Meinung. Das Einzige, was hier vielleicht hin kann, ist ein kleines Marktständchen oder sowas. Jetzt ist die Frage, oh Mann, die Planung dafür wird echt schwierig. Weil allein die Treppe für den Abteil hier echt sau schwer zu bauen wird, ne? Also hier will ich wirklich eine gerade Treppe bauen, das ist ja schon klar, das habe ich auch schon gesagt. Und hallo Skeletten, geht mal weg. Die Frage ist, wie baue ich die Treppe, dass sie auch gut aussieht, dass es alles passt. Ich hätte ja gesagt, dass man hier es einfach wirklich so macht, so auf richtig
einfach, ne? Also wirklich einfach, dass man hier so einen kleinen Abteil hat. Oh, ja, hallo. Dass man hier so einen kleinen Dreierabteil hat. Und dann hat man davor zwei Treppen, die hochführen. Also im Prinzip. Naja, so dass man im Prinzip hier dann die Blöcke hat. Hier ist dann so ein kleiner Abteil, wo du chillen kannst. Und hier geht es dann weiter nach oben. Beispielsweise so hätte ich mir das gedacht und so hätte ich es halt gebaut. Sieht halt wirklich auch, denke ich, echt gut aus. So, aber jetzt geht's erstmal ran an die Grundplanung für das Design dafür. Hier müsste theoretisch der letzte Balken sein, den wir hochziehen. Rein theoretisch. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich das mache. Aber rein theoretisch wäre hier der erste Balken, den wir hochziehen müssten. Ich muss die Treppe mal ganz kurz abreißen. Die Treppe können wir später planen. Es war gerade, glaube ich, ein bisschen blöd, dass ich zuerst die Treppe geplant habe. So, okay, Leute. Also ich habe mir das jetzt erstmal wirklich so gedacht, dass es hier alles relativ gerade wird. Also das wird nicht so geschwungen, wie wir ja den Rest des Hafens hatten, sondern es wird hier wirklich gerade, außer hier wird ein kleiner geschwungener Teil sein, aber sonst ist komplett gerade. Nee, wobei man hier, wir machen einfach, okay Leute, wir machen, es ist alles ein bisschen Überlegungssache, das ist das Problem. Da kommt da nämlich der erste Block hin, genau, das wird hier geschwungen, da geschwungen und dann geht im Prinzip hier drei Block die Treppe hoch und drei Block hier endet es perfekt, drei Blöcke groß, also wirklich perfekt. Und dann ist nämlich die Treppe auch erledigt. Hier müssen wir noch ein bisschen was abbauen. Und mit ein bisschen was meine ich wirklich noch, also nicht eine ganze Menge, aber halt einen guten Teil. Und dafür hole ich mir mal ganz kurz Haste. Ich weiß auch nicht, warum es schon wieder regnet. Guck mal, hier regnet es auf drei Blöcken. Hier schneit es auf drei Blöcken, hier regnet es und hier schneit es wieder. Es ist echt komisch, das Minecraft-Wetter, du. Echt komisch, dieses Minecraft-Wetter. Warum? Oh, warum? Warum war mein Wassereimer gerade leer und wie konnte das passieren? Och nee. Wie konnte, warum? Hä? Warum bin ich denn da reingelatscht? Und warum war mein Wassereimer leer? Och, das war wieder richtig unnötig. Richtig unnötig, diesen Totem of Undying gewastet einfach. Warum bin ich denn da reingeklatscht? Was habe ich mir denn gedacht? Ja, aber was? Warum? Das macht gar keinen Sinn, Alter. Ich gehe jetzt direkt schlafen. Blöde Welt hier regt mich gerade richtig auf. Alter, der Donner ist auch gar nicht nervig oder so. Yo! Yo! Da ist ein Blitz eingeschlagen! Was? Lol? Was ist da denn gerade passiert? Da ist ja mega der Blitz eingeschlagen. Lol. Da ist ja mal so der Blitz eingeschlagen. Was war das denn? Wie so ein Blitz in Minecraft einschlägt? Also wie das bei Gewitter aussieht, habe ich noch nie gesehen. So, naja, wir müssen jetzt hier einmal die Balken hochziehen. Und jetzt müssen wir eindeutig noch den Holz ziehen. Das Holz ziehen. Huch, den Holz, man kennt's. Heißt im Prinzip hier die Querbalken jetzt. Hä? Ah, es wurde direkt zugeschneit, okay. Hier kommen jetzt die Querbalken rein. Das machen wir jetzt einmal überall. Und danach kommen der Steinziegel, einfach nur Steinziegel, kommt dann dazwischen. Lol. Ich fliege. Hier ist irgend so ein Stuck-Block, ja, da. Und hallo. Und tschüss, Zombie. So, das hier wäre jetzt erstmal die grobe Grundplanung für den Abteil des Hafens. Sieht jetzt alles noch ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, sobald die Wände drin sind, müsste das alles wieder auch okay aussehen. Die Frage ist, was machen wir dort mit der Wand? Ich habe noch keine Ahnung, so ein Teil hatte ich noch nie, dass der Balken im Prinzip in den Berg integriert werden muss. Sonst hatten wir die Balken. Was war das? Was war das? Wo kam das her? Lol. Bisher hatten wir die Balken immer nur so wie da außerhalb der Wände und halt nicht direkt innerhalb der Wand. Hier wäre es schwer, den Teil der Wand abzureißen, weil der Berg erst echt groß ist und es, glaube ich, komisch aussehen würde. Aber das könnte man auch machen. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Naja, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist hier mit Andesit. Ich verwechsel heute wieder richtig viele Namen, ne? Mit Steinziegeln. Müssen wir heute hier erstmal alles auskleiden, wieder mal. Also ich muss wirklich sagen, der Abteil dauert hier wieder ein bisschen länger, den zu bauen. Weil wir ja hier auch natürlich mehr zu placen haben, ist ja klar. Aber auch so an sich ist es hier wirklich ein Stückchen, wo es wirklich
naja, Zeit braucht für. So, wir brauchen jetzt wieder Glowstone, eine Menge an Falltüren und eine sehr, sehr große Menge an, Mann, wo sind, hatte ich nicht gerade noch Gerüstblöcke im Inventar? Naja, hier, an Gerüstblöcken. Und jetzt geht's wieder daran, die Falltüren da oben zu setzen. Und das sind nur 4 Blöcke, ne? Scheiße, Leute, das ist unsynchron. Ja, weil ich den da eins zur Seite gesetzt habe, ne? Ja, ich lasse es so. Ich denke mal, das fällt, ich hoffe, das fällt nicht auf. Wenn ich mich nicht irre, müssen wir nur noch eine Sache bauen. Und dann müssen wir fertig sein und... Lol. Hä? Warum fliegt der da? Ich glaube, das war nur ein Grafikbug oder sowas. So, wir müssen jetzt nur noch die Zäune setzen. Die neuen Zäune, die Steinziegelzäune nämlich. Die haben wir hier auch. Und dazu gemeißelten Steinziegel brauchen wir. Die müssen wir jetzt auch hinsetzen. Und danach müsste der Abteil hier tatsächlich auch wieder fertig sein. So, hier können wir jetzt endlich auch übrigens wieder mal mit mehr als einem solcher Zäune arbeiten. Heißt, ich kann jetzt hier mal eine Mischung von 2, 1, 3 machen. Je nachdem, wie ich darauf Bock habe. So, dann sieht das Ganze so aus. Ich muss sagen, mir gefällt es, wie gesagt, wirklich noch nicht, dass hier einfach Schluss ist, dass durch die Wand, die da ist, einfach hier nichts mehr kommt. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie nochmal dran arbeiten. Ich weiß halt auch, also ich habe noch bisher keine Idee, wie ich das da dort an dem Stück des Hafens machen soll. Dass mir das auch, das guck mal, das sieht so komisch aus, wenn man von hier guckt. Dann geht es da zwar hoch und da ist auch der Berg, aber irgendwie... Dieses flotte Ende dort, was da ist, sieht so verdammt komisch aus. Ich weiß nicht, das sieht aus wie ein Staudamm. Irgendwie so. Das sieht nicht aus wie ein Hafen, sondern wie so ein Staudamm so. Aber naja, also das werde ich auf jeden Fall nochmal ändern. Dann werden wir hier noch eine Treppe bauen. Aber das kommt alles dann in den kommenden Folgen. Ich werde jetzt nach der Folge, zur nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein paar Level farmen gehen, Leute. Dass wir in der nächsten Folge auch wieder genügend Level haben, um zu enchanten. Beziehungsweise unsere Sachen mal zu reparieren, weil wie ihr seht, sind wir ein bisschen sehr schlecht aufgestellt momentan. Mann, und kann das Feuer mal aufhören, danke. Ja. Aber wie gesagt, irgendwie gefällt mir hier irgendwas noch nicht. Ich musste auf jeden Fall wirklich nochmal was dran machen. Ich habe auch überlegt, ob wir hier den Berg einfach so teils abreißen, bis hier circa. Und dann dort einfach den Hafen weiter oder... diese Hafenmauer einfach weiterziehen bis da. Mal gucken, wir sind aber in den letzten 3 Folgen gut vorangekommen, würde ich behaupten. Wir haben hier den unteren Teil des Hafens komplett beendet, komplett fertig und können uns jetzt hier immer weiter voranarbeiten, auch wenn mir der Teil hier noch überhaupt gar nicht gefällt. Mal sehen, was da noch kommt. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.